Wir haben in einem früheren Video gesehen, dass man einem thermodynamischen System, einer Substanz, auf zwei Arten Energie zuführen kann, entweder in Form von Wärme oder in Form von Arbeit oder auch beides, dass das zu einer Erhöhung der inneren Energie führt. Also wenn die innere Energie bereits einen gewissen Wert hatte, dann wird durch die Wärme und durch die Arbeit diese innere Energie größer. Die beiden Formen der Energiezufuhr sind für jetzt die innere Energie eigentlich äquivalent. Und was ist denn die innere Energie überhaupt? Nun, es geht ja da um Substanzen, die aus Atomen oder Molekülen bestehen. Das kann in Form eines Gases oder einer Flüssigkeit oder eines Festkörpers vorliegen. Eine Variante ist, dass die Translationsenergie dieser Moleküle sich verändert. Also die werden dann schneller, die einzelnen Moleküle. Das hat dann vor allem Effekte auf Druck und Volumen. Es kann auch sein, dass die Schwingungen der Moleküle oder Festkörperbausteile sich verändern, dass Moleküle anfangen zu rotieren, vor allem in Flüssigkeiten und Gasen. Es könnte theoretisch auch sein, dass sich zwischenmolekulare Bindungsenergien verändern. Das ist auch ein Teil der Energie, der inneren Energie. Das ist dann der Fall, wenn sich die Aggregatzustände ändern beispielsweise, wenn eine Flüssigkeit sich ins Gas verwandelt, also oder auch fest wird, dabei werden diese zwischenmolekularen Bindungen verändert. Das hat einen Einfluss auf die innere Energie, wie der Zustand da ist. Es kann auch sein, dass die zwischenatomaren Bindungsenergien sich verändern. Das gibt dann chemische Veränderungen. Es kann auch sein, dass man die Energie der Elektronen betrachtet in den Atomen. Die Elektronen können in höhere Zustände springen und dabei zum Beispiel die Leitfähigkeit verändern. Das meint man mit innerer Energie. Man könnte noch weitergehen, man könnte sagen, auch die Masse der Substanz ist eine Form von Energie. Es gibt ja die Äquivalenz zwischen Masse und Energie. Wichtig sind vor allem immer die Energieformen, die sich auch ändern können bei thermodynamischen Vorgängen. Nicht einfach alles. Die Masse beispielsweise wird normalerweise nicht geändert. Da wird nicht Masse in Energie umgewandelt, wie das theoretisch möglich wäre, sondern die Vorgänge sind da meistens viel harmloser, sodass wir sagen können, also die blauen Anteile, die dunkelblauen Anteile sind normalerweise betroffen bei thermodynamischen Vorgängen. Oft auch dieser Teil mit den Aggregatzuständen, während chemische Veränderungen und diese Dinge unter Umständen gar nicht vorkommen. Wir haben bereits gesehen, dass es ein Äquipartitionsprinzip gibt, einen Gleichverteilungssatz, der besagt, wenn man diese Teile der Energie anschaut, der Innenenergie, wenn man Energie zuführt, also ein Delta U entsteht, dann erhält jeder Freiheitsgrad dieselbe mittlere Energie pro Molekül, nämlich 1/2 Kb mal Delta T, und Kb war die Boltzmann-Konstante. Das zeigt den Zusammenhang zwischen der Temperatur, die man von außen misst, und der inneren Energieerhöhung. Also Energieerhöhung und Temperaturerhöhung hängen über das Gesetz zusammen. Man kann also sagen, dass die Temperatur oder Temperaturerhöhung ein Maß dafür ist, wie viel jedes Molekül pro Freiheitsgrad Energie gewonnen hat. Jetzt wollen wir, also Temperatur ist insofern wichtig, weil das die von außen messbare Größe ist. Viele Effekte, viele makroskopische Effekte haben mit der Temperatur zu tun, nur indirekt mit der inneren Energie. Deshalb wollen wir jetzt ein wenig genauer anschauen, welche Möglichkeiten man hat, die Temperaturen zu messen oder mindestens zu registrieren. Diese Temperatureffekte, da haben wir beispielsweise Aggregatzustandsänderungen, also der Aggregatzustand kann sich verändern von flüssig zu gasförmig beispielsweise. Man weiß, wenn Wasser flüssig ist, ist es bei Normalbedingungen zwischen 0 und 100 Grad heiß. Und wenn sich Wasser dann verdampft, dann ist es heißer als 100 Grad, wie gesagt bei Normalbedingungen. Das hat auch einen Effekt auf die Temperaturskalen. Wenn wir schauen, wie die Temperaturen gemessen werden, da gibt es ja eine physikalisch sinnvolle Skala, die Kelvin-Skala. Die sagt, wenn die Materie, die man betrachtet, völlig in Ruhe ist, also sich nichts bewegt,
dann sagt man, da ist der Nullpunkt, der absolute Nullpunkt der Temperatur. Völlige Ruhe im Innern. Und wenn die Materie sich anfängt zu bewegen, dann haben wir also einen Zustand mit höheren Kelvinwerten. Wenn man da nach oben geht, kommt man irgendwann mal zu dem Punkt, wo Wasser, also diese für uns so wichtige Substanz, von Eis in Wasser umgewandelt wird. Hier irgendwo gibt es also das Schmelzen von Eis in Wasser. Und dieser Schmelzpunkt bei normalen Bedingungen wird bei einer anderen Skala, nämlich der Celsius-Skala, Celsius als 0 angeschaut. Also nicht wie hier, sondern wie hier. Also hier wird 0 Grad gesagt. Das heißt, da müsste man dann retour rechnen auf einen negativen Wert, wenn man die 0 Kelvin in Celsius ausdrücken möchte. Und dann geht man weiter und irgendwann mal wird dann das Wasser verdampfen. Gas oder Dampf entsteht daraus. Und wir haben hier diesen Wert, diese Temperatur, die man ja spüren kann von außen, wo man auch sagen kann, es ist wärmer oder kälter, der hat man in der Celsius-Skala 100 Grad Celsius gesagt. Also von 0 Grad Celsius auf 100 Grad Celsius ist der Bereich, wo Wasser flüssig ist, bei Normalbedingungen. Und dann hat man willkürlich, kann man sagen, diese Skala hier eben in 100 Teile unterteilt, deshalb heißt sie ja dann 100. Und hat mit der gleichen Skalierung da zurückgerechnet und geschaut, wo wäre denn jetzt hier die 0 Grad Kelvin. Und da kam man auf eine Celsius-Temperatur von etwa minus 273 Grad Celsius. Also 0 Grad Kelvin entspricht minus 273 Grad Celsius. Und die gleiche Unterteilung hat man auch hier bei den Kelvin verwendet. Das ist eigentlich muss nicht so sein, aber man hat das so gemacht, dass man das übernehmen kann, sodass dann dieser Shift der Temperaturen hier auch bei der Kelvin-Skala vorkommt. Also zum Beispiel hier haben wir dann auch 273 Kelvin, was 0 Grad entspricht, und hier haben wir 373 Kelvin. Also was ich damit sagen wollte, ist, dass man eigentlich vieles definiert hat von diesem Bereich, wo Wasser flüssig ist. Man hat die Celsius, die Kelvin-Skala so benutzt. Es gibt noch andere, Rehmühr und Fahrenheit und so, die man dann anders umrechnen muss. Aber wir in Europa rechnen vor allem mit der Skala. Die Physiker allerdings, die arbeiten mehr mit der Skala. Die ist eigentlich vernünftiger. Deshalb hier die Bemerkung Temperaturskalen. Man hat den Aggregatzustand also verwendet, um da die Wechsel als Fixpunkte für die Temperaturskala zu nehmen. Volumenausdehnung, B. Ich werde nachher noch Beispiele zeigen, ist eine Möglichkeit, dass sich die Substanz ausdehnt bei höherer Temperatur. Elektrische Effekte gibt es, der elektrische Widerstand kann sich vergrößern oder verkleinern, je nachdem, was für eine Substanz man hat. Thermospannung, das ist ein Effekt, den ich gleich mit einem Experiment noch zeigen will. Dann noch als Beispiel Strahlungsspektrum. Das Spektrum der elektromagnetischen Strahlung ist abhängig von der Temperatur, die der strahlende Körper hat. Zuerst nochmals ein Beispiel zum Aggregatzustandsänderung. Sägerkegel, das ist ein eher historisches Temperaturinstrument. Das verwendet man zum Beispiel beim Töpfern, wenn man einen Töpferofen hat und Ton brennen will. Dann will man nachträglich feststellen, welche Temperatur da geherrscht hat. Und dazu verwendet man solche Substanzen, die bei bestimmten Temperaturen anfangen zu erweichen, also eigentlich von fest zu flüssig werden. Und wenn man da so eine Serie von drei unterschiedlichen Substanzen hat, sieht man auch von außen daran, dass eine dann eben ganz eingeknickt ist, die andere nur halb und die dritte steht noch, wie hoch die Temperaturen waren, wenn man das vorher in einer Tabelle oder so nachgelesen hat. Das wäre also ein Beispiel für eine Temperaturmessung über die Aggregatzustände. Auch die Flüssigkristallanzeigen, die man manchmal hat, so im Zusammenhang mit Fieberthermometer und so, funktionieren eigentlich so. Dann ein bisschen mehr möchte ich sagen zu den Ausdehnungen von Gasen, Festkörpern und Flüssigkeiten. Bei einem Gas ist es ja so, dass die Gasteilchen, wenn die irgendwo gefangen sind,
zum Beispiel da mit einem Kolben abgeschlossen sind, dann bewegen sich die ja, wie wir gesehen haben, aufgrund der Temperaturbewegung relativ heftig da hin und her. Die Geschwindigkeit der Gasteilchen übrigens bei Luft, bei Normalbedingungen, ist ungefähr die Schallgeschwindigkeit. Das ist die mittlere Geschwindigkeit. Also 340 Meter pro Sekunde. Das ist recht schnell, also das prallt dann doch recht heftig auf die Wände. Wenn jetzt, wie gesagt, hier ein beweglicher Kolben ist und das Gas erwärmt wird, ich da heize, also Wärme zuführe, dann wird die Temperatur größer und die Teilchen werden schneller und werden heftiger hier auf diese Wand prallen. Damit wird die Wand nach oben geschoben und es gibt eine Volumenausdehnung des Gases. Das Volumen ist nachher größer. Also mit der Wärmezufuhr, mit der Temperaturerhöhung, die entsteht, haben wir einen Zusammenhang mit der Volumenausdehnung. Nun, beim Gas gibt es ein Gesetz, das ziemlich genau sagt, wie Volumen und Temperatur und Druck und so zusammenhängen. Den Druck mache ich ja hier mit dem Gewicht, Volumen habe ich hier und das ideale Gasgesetz werde ich etwas später noch herleiten, lautet folgendermaßen: Der Druck, den ich da auf das Gas ausübe, multipliziert mit dem Volumen, den das Gas hat, ist gleich groß wie die Anzahl der Teilchen hier mal die Boltzmann-Konstante, die wir vorher schon mal kennengelernt haben, mal die Temperatur, und zwar in Kelvin. Die Temperatur in Kelvin. Dieser Zusammenhang sagt mir also, wie das Volumen mit der Temperatur zusammenhängt. Das kann man direkt also auch absolut gesehen umrechnen ineinander. Wir können somit sagen, dass das Volumen sich vergrößert, wenn die Temperatur sich vergrößert. Das ist zum Beispiel so beim Joule'schen Gasthermometer. Dieses Gesetz, das ich gerade hingeschrieben habe, bei konstantem Druck, also wenn ich da mit einem konstanten Gegendruck arbeite, das kann ich hier mit diesen Quecksilber-Urors machen, kann ich sagen, dass dann bei konstantem Druck Volumen und Temperatur proportional zueinander sind. Ein anderes Beispiel habe ich hier. Das ist ein lustiges kleines Gasthermometer. Da kurz warten. Da ist, wie Sie sehen, eine gelbe Flüssigkeit, ein Steigrohr und oben auch ein Volumen mit einem Teil der gelben Flüssigkeit. Wenn man das etwas größer zeichnet, ist das von der Seite gesehen so, dass die gelbe Flüssigkeit hier unten also ist, in diesem Teil. Und dann hat es hier dieses Steigrohr, das da hineinreicht. Und da geht es in den oberen Teil. Wenn die Flüssigkeit also hier unten ist und ich erwärme hier unten, bringe da Temperatur dazu, dann dehnt sich hier dieses Gasvolumen aus, da hat es ja Gas, da unten ist Flüssigkeit, und drückt dann diese Flüssigkeit nach unten. Und in der Folge steigt die Flüssigkeit dann, sie will ja ausweichen, Flüssigkeit ist kaum komprimierbar, das heißt, dann steigt die Flüssigkeit hier nach unten. Sehen wir also hier, jetzt ist da unten nur Flüssigkeit, oben ist nur Gas, wenn ich das da unten erwärme mit der Hand, dann spritzt hier die Flüssigkeit nach oben. Die steigt jetzt nach oben, weil, wie gesagt, dieser Druck des Gases da die Flüssigkeit wegschiebt, nach oben drückt. Wenn die Hand noch ein bisschen wärmer wäre, würde es noch mehr spritzen. Das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel zur Ausdehnung eines Gasvolumens mit höherer Temperatur. Das nächste Beispiel betrifft Festkörper, also ein Festkörper. Hier haben wir eine Substanz, so als Modell. Die ist jetzt hier mit Federn, die Bindungen sind hier mit Federn symbolisiert. Und wenn jetzt da diese Substanz, dieser Festkörper, thermische Energie aufnimmt, das anfängt zu schwingen, dann kann man sich vorstellen, dass da wahrscheinlich was passiert mit dem Volumen. Allerdings, wenn man jetzt nur die Federn anschaut und die Gesetze der Federn,
Hubschen Gesetz der Federn anschaut, ist es so, dass im Grunde genommen letztendlich gar nicht so viel passieren sollte mit dieser Substanz, weil ja da die Bewegung in beide Richtungen geht. Warum sollte es da unbedingt das Volumen sich ändern? Die Erklärung, warum sich das trotzdem ändert, hängt damit zusammen, dass wir eben in Wirklichkeit keine Hubschen Federn hier haben, sondern wir haben hier Kräfte, die auf Druck stärker werden, also sich überproportional entgegenwirken, als auf Zug. Oder anders gesagt, wenn wir den Abstand zweier Teilchen anschauen, den Ruheabstand zweier Teilchen, so, und jetzt diesen Ruheabstand verändern, also da den Abstand kleiner machen, so, zum Beispiel, dann wirkt eine viel, viel stärkere Kraft in diese Richtung, als wenn wir den Abstand größer machen und dann die Zugkraft anschauen. Wir haben hier also bei der Kompression stärkere rücktreibende Kräfte als bei der Dilatation. Wenn man das als Kurve aufzeichnet, würde das bedeuten, dass der Ruhezustand hier, dass hier in der Situation, im Ruhezustand, die Kraft 0 ist. Das heißt, das ist ja die Ruhe, so ist die Ruhe definiert, die Summe der Kräfte ist 0. Wenn wir aber jetzt die Sache komprimieren, dann wächst die Kraft sehr stark an. Die wird also abstoßend. Das ist quasi die braune Seite. Wenn wir die Sache dilatieren, also Volumen hier vergrößern gegenüber dem Referenzpunkt hier, dann wird die Kraft anziehend, aber nicht besonders stark ausschlagen, und irgendwann geht es auf 0. Dann merken sie nichts mehr voneinander. Das heißt, die anziehende Kraft da unten und die abstoßende Kraft da oben, die sind nicht symmetrisch hier, wie bei einer Hubschenfeder oder so. Bei einer Hubschenfeder wäre es einfach eine Gerade. Jetzt, was heißt das, wenn das Teilchen schwingt, hier, hin und her schwingt, durch die thermische Bewegung, kommt es ja in die Bereiche und in die Bereiche. Wenn aber in den Bereichen hier die Kraft überproportional anwächst, verglichen mit der Sache hier, werden bei der Schwingung nicht symmetrische Bewegungen hier stattfinden, sondern weil die Abstoßungskraft eben größer ist, wird dann der Mittelwert oder die mittlere Lage während der Schwingung da nach außen sich verschieben. Die Teilchen werden vielleicht so schwingen. Was heißt das jetzt? Der Abstand der Teilchen ist gegenüber dem Ruheabstand größer geworden. Das gilt für alle Teilchen, die haben einen größeren Abstand bekommen, wenn thermische Bewegung da ist. Und das heißt, das Volumen verändert sich. Es wird größer. Jetzt geht in alle Richtungen, nicht wahr, verglichen mit dem Ursprungsvolumen. Gut, das kann man auf drei Arten schreiben. Man kann entweder mal schauen, wir sehen, dass sich in der Länge hier. Da lautet das Gesetz, dass das Delta L, die Verlängerung, ist gleich der Längenausdehnungskoeffizient mal die Ursprungslänge mal die Temperaturerhöhung. Es kann sich äußern in der Fläche. Wenn man eine Fläche anschaut, Delta A, da kann man ja eigentlich schauen, was jede Länge macht. Wenn man da für kleine Änderungen dann nur den linearen Term nimmt, dann wird das Delta A 2 mal Alpha mal A mal Delta T. Und wenn man das Ganze in drei Richtungen anschaut, also die Volumenänderung anschaut, Delta V, dann wird das 3 mal Alpha mal V mal Delta T. Also man sieht, es gibt Veränderungen in der Länge, in der Fläche, im Volumen von einem Festkörper. Das kann man zum Beispiel brauchen bei Bimetallthermometern, wenn Sie ein Metall haben, das zusammengesetzt ist aus zwei Teilen, ein Teil, das sich weniger ausdehnt und ein Teil, das sich mehr ausdehnt. Man nietet die zwei hier zusammen oder man leimt sie zusammen. Man bringt hier eine Erhöhung der Temperatur ins Spiel. Dann haben wir gesagt, das Grüne dehnt sich mehr aus als das Braune.
Da gibt es in der Folge eine Verlängerung vom Grünen, weil das da zusammengenietet ist, gibt es gleichzeitig eine Verbiegung des Ganzen. So. Man kann da einen Zeiger montieren dran, kann da eine Skala anmachen. Das hat dann schöne Temperaturmessmethode. Das nennt man ein Bimetall-Thermometer. Zum Beispiel diese Thermometer hier sind so Bimetall-Thermometer, die haben da im Innern so einen Bimetall. Das wäre jetzt ein Beispiel für den Unterricht. Das müsste man jetzt hier erwärmen mit dem Bunsenbrenner. Sie sehen hier die Nähtstellen, da sind zwei Metalle zusammengebracht. Und wenn man das jetzt erwärmen würde, biegt sich das Metall in eine Richtung.